Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute baue ich mein neues Bücherregal auf. Ihr seht es hier hinten. Ich habe bereits zwei Regale und da soll jetzt noch ein drittes hinkommen. Und ich schiebe die dann so nach, dass ich hier so eine Bücherwand habe. Und dafür bin ich heute, trotz Corona, zu IKEA gefahren. Wir haben das bestellt. Da gab es so ein Pick-and-Collect-Station. Das war richtig crazy und ja, das Problem war zuerst noch richtig blöd. Ich habe das gestern bestellt und dann habe ich eine Bestellbestätigung per Mail bekommen. Und als ich die heute Morgen dann ausdrucken wollte, weil die halt gesagt haben, man soll es ausdrucken, das ist einfacher, war die nirgends mehr. Die war einfach nicht mehr in meinem Mail-Postfach und die war wieder in meinem Spam-Ordner, nicht in meinem Papierkorb, keine Ahnung, wo die ist. Ich habe überall digital sozusagen danach gesucht und habe es dann nicht mehr gefunden und hatte dann so kurz eine Krise, weil ich dachte, okay, ich krieg's jetzt einfach nicht und es war halt schon bezahlt. Aber ich bin dann da vorbeigegangen und das war dann überhaupt kein Problem. Die haben das richtig schnell und easy gemacht. Also dementsprechend alles super. Und ja, ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mit und mache so ein kleines ich kann kein Englisch, mache so ein kleines Rearranging my Bookshelves plus halt Bookshelves aufbauen. Video, keine Ahnung, ob das interessant ist für euch. Es wird wahrscheinlich viel Zeitraffer sein mit Musik, wo ihr einfach ein bisschen mir zuschauen könnt. Und vielleicht werde ich zwischendurch was sagen. Also ich würde sagen, ja, ich starte jetzt mal direkt damit, dass ich zuerst hier alles wegräume, also dieses braune Regal wegkommt, damit ich dann nachher da meine Bücherregale hinmachen, hinstellen kann. Ja. Regale stehen jetzt, ihr seht es. Ich finde, es sieht jetzt schon richtig cool aus. Natürlich ist es jetzt alles noch richtig unordentlich, weil überall halt Sachen rumliegen. Ich werde jetzt aber gleich die Sachen hier ein bisschen aufräumen und nachher werde ich dann anfangen, ja, die Bücher einzuräumen. Und ja, jetzt startet sozusagen der Rearranging My Bookshelves Teil. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Das macht immer richtig viel Spaß und ich werde es nicht zu einem Regenbogen machen, auch wenn sich das immer viele wünschen, aber ich bin einfach kein Fan davon für mein Regal. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht so ganz genau, nach was ich es machen werde. Hatte auch bisher nicht so eine richtige Ordnung, also ich hatte einfach immer überall die gleiche Höhe und versucht, so Verlage und Autoren einfach so ungefähr beieinander zu halten, aber es hat bisher nicht so ganz geklappt. Also ich hatte einfach so eine Ordnung, die für mich Sinn ergeben hat, aber die vielleicht nicht so, ja, logisch zu erklären ist. Genau, also, ich würde jetzt sagen, viel Spaß beim Rearranging My Bookshelves Teil und dann sehen wir uns am Ende nochmals und schauen uns das finale Resultat an. Thank you.
Ich verstehe einfach nicht, warum wir 5000 verschiedene Größen Paperback und Hardcover haben. Ich meine, warum ist jetzt dieses Hardcover nicht gleich groß wie diese scheiß Hardcover? Warum? Das ergibt keinen Sinn. Es Katastrophe. Und die sind auch nicht gleich groß. Nee, man kriegt echt eine Krise. Die, das ist wahrscheinlich dann. Ja, das wäre richtig, aber das ist halt wieder so ein Jugendbuch mehr und da oben ist halt mehr so. Ich habe eh keine richtige Ordnung. Ich habe eh keine Ordnung, Alter. Krise. Sind dann wenigstens die gleich große? Nein, natürlich nicht. Wobei, wir sagen jetzt einfach, dass die gleich groß sind. Das sieht man ja nicht. Sehr schön. Wir haben hier schon so Krimi-spannungsmäßig, wobei das ja eigentlich eher Humor ist, aber es sieht halt auch so aus und es passt. Vielleicht habe ich ja noch zusammen. Krise. Wirklich. Und die sind jetzt sicher wieder kleiner oder gleich groß? Nein, die sind natürlich kleiner. Lavette. Aber die sind gleich groß hier. Ich glaube, das sind E-Bücher, die ich jetzt nicht so mega mag. Also kommen da unten. So Leute, es ist mittlerweile 21 Uhr. Ich habe das ganze Regal fertig eingeräumt mit den Büchern. Jetzt kommt noch Deko rein. Ich habe zwischenzeitlich natürlich noch gegessen. Und es war so schwierig, mich zu entscheiden. Deshalb habe ich auch einfach nicht alles gefilmt, weil es einfach so lange gedauert hat. Ich bin auch jetzt noch nicht so 100%ig zufrieden, was aber einfach daran liegt, dass ich auch einfach noch ein paar Bücher im Regal habe, die ich früher oder später aussortieren werde. Und dann halt, ja, irgendwie mich darüber nerve, dass die jetzt noch im Regal stehen. Aber die habe ich jetzt einfach noch hier stehen, damit das Regal voll aussieht. Und sobald dann mehr Bücher reinkommen, die ich lesen will, beziehungsweise tolle Bücher wieder reinkommen, kommen die dann raus und dann sieht das Regal dann hoffentlich komplett so aus, wie ich das möchte. Trotzdem kann ich, falls ihr Interesse hättet, eine Bookshelf-Tour machen die nächsten Tage. Ich habe jetzt noch relativ viel Zeit. Dann wären halt auch noch die Bücher dabei, die ich aussortieren würde. Aber das wäre vielleicht auch ganz interessant dann. Ja, das werde ich auf jeden Fall vielleicht machen. Falls es euch interessiert, einfach in die Kommentare schreiben. Und jetzt könnt ihr mir noch ganz kurz zuschauen, wie ich die Deko reinmache. Und dann sind wir fertig. Und dann filme ich euch noch das Endergebnis. Und ja. Ihr seht, es ist ein neuer Tag. Ich habe zwar letzte Woche das Regal fertig eingeräumt und da eigentlich auch eine Verabschiedung gemacht, allerdings war es extrem dunkel, das heißt, das sah man da nicht wirklich, als ich das Video angefangen habe zu schneiden. Zudem habe ich auch noch mal ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Und ja, ihr seht jetzt gleich das Endergebnis. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst, mir in die Kommentare schreibt, wie euch das Regal gefällt, ob ihr eine Bookshelf-Tour wollt. Und natürlich wie immer meinen Kanal abonniert. Ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Und ja, jetzt seht ihr mein fertiges Regal. Viel Spaß!